Vogel penetriert die Leiche. Leute, knallt euch bitte mal auf leise da drüben. Danke. Anna, das kannst du doch nicht machen. Einmal hier Action. So, Andrew ist hier wieder auf der 60. Ist Abel jetzt auch auf der 60? Finn. Pause. Dann bin ich auch nochmal kurz weg gleich. Ich will Leute töten! Ganz ruhig. Doch, genug Leute da. Gib mal dein MG. Weil ich mein Kettenmagazin nicht dabei habe. Ja, aber Hauptsache braune Waffe, wa? Hauptsache braune Waffe, ja. Hast du frisch irgendwo rausgezogen? Gib's doch zu. Natürlich. Das war die Möwe gerade steckt. Mhm. Genau, da wo die Möwe gerade steckt, da war die Waffe vorher. Nee, hier Bäcker. Huch. Ist ein Licht aufgegangen. Jetzt habe ich ein Nachtsichtgerät umsonst mitgenommen. Actual, hier Abel, melde mich auf Funkkreis. Kommen. Ja, so Vernunft, danke. Kriege ich Erlaubnis, die Möwe abzuknallen? Negativ. Das ist ein positiv geil. Ich hab Kabelbinder dabei, ich sag dir. Oh Mann. Melde mich auf 60 an. Ja, stellst die Waffe auf Autofeuer und dann machst du den Kabelbinder und einen Abzug. Und vergiss nicht, 55. Mhm. Die 55 für. Gleich. Ich vergessen 55 jo. Fahrzeug gleich. Wo bist du? Es wird ja immer heller, wird der hier. Das Wetter ändert sich hier immer schlagartig. Ja, schrecklich, ne? Denn Team Rot, einmal bei mir angetreten, was die entsprechenden Teamleader bei dem Haus im Westen kommen. Bäcker, verstanden. Ja, ich bin mal kurz weg, Jungs, ich bin gleich wieder da. Jo. Easy, ihr behaltet euren zuletzt besprochenen Auftrag jetzt im Auge, ne? Und startet ihn jetzt. Komm. Ich bin Individualist. Alle hier? Baker da. Auch ist hier. Ali ist da. Hier. Soweit mir das bekannt war, ist glaube ich hier eine Flugabwehrstellung zum Ausheben. Beziehungsweise Whopper und Anpizza müssten glaube ich entweder eins von den beiden ist eine Flugabwehr, das zweite ist glaube ich noch irgendwas, das müssen wir dementsprechend ausprobieren. Ich bin mir selber gerade nicht im Klaren, was jetzt genau so hier die Sache ist. Leutnant, ich kann dir da helfen. Herr Leutnant, ich könnte Ihnen da vielleicht helfen. Ich habe schon mal in diesem Gebiet Aufklärung betrieben. Whopper ist eine ZSU-Flugabwehrstellung und Panpizza eine Radarstellung. Haben wir schon gemacht? Ja, oder zumindest. Habt ihr das fertig gemacht? Ja, eigentlich schon, ja. Tun wir so, als kennen wir das nicht. Genau. Ist jetzt neu hier. Ist halt Ausweich für heute, mein Gott. Dementsprechend, wir werden einmal mit Hauptstraße. Alle auf die Karte gucken? Jo. WP2. Bis WP3 vorrücken. Sobald wir bei WP3 sind, eventuell schon das Frühjahr. Wo sind wir das letzte Mal stehen? Hier WP3. Dann machen wir einfach hier Halt. Hier machen wir Halt, lassen wir absitzen. Danach wird Team Rot die Straßensperre bzw. Verrußabfahrt angreifen. Sobald Verrußabfahrt sauer ist, werden die Fahrzeuge nach Verrußabfahrt vorverlegt. Sobald die Fahrzeuge in Verrußabfahrt sind, wird etwas weiter in die Stadt innenwärts, aber das merke ich dann, sobald Verrußabfahrt sauer ist. Irgendwelche Fragen soweit? Eine Frage, sollen wir die Fahrzeuge wieder beladen?
Das Problem ist, wir haben nicht wirklich was zum Beladen da. Also, können wir nicht kurz mit Monty sprechen, dass er uns da einfach zwei Helmets hinstellt? Das ist uns jetzt Weltuntergang. Ehrlich gesagt, es geht jetzt nicht um die Helmets, sondern es geht darum, dass keine Kisten da sind. Und bitte sitzt da nicht. Was zur Hölle? Das ist ja easy, die Scharfschützen-Team ist fit. Bringt sich in Stellung. Okay. Viel Glück, Easy. Meldet euch, wenn was auffällig wird. Okay, sollen wir die Fahrzeuge setzen? Jedes Fahrerteam nimmt sich ein Fahrzeug. Wird gefahren Abel, Baker, Charlie, dann Foxtrot und das Dog, Foxtrot und das letzte Pferd, Actual. Aber nicht, okay. Also fährt Fox nicht als letzter. Nee, Fox fährt diesmal nicht als letzter. Also, es sind eh alles unbewaffnete Fahrzeuge, dementsprechend haben wir nicht keine bewaffneten Fahrzeuge. Dann Fahrzeuge nochmal bitte auf der 55 durchzählen, die einzelnen Teamleads. Jawohl. Abel, schnappt euch mal einen Panther und stellt ihn hier schon mal auf der Straße bereit. Meldet euch auf der Funk. Okay, an sich ist das mal der Grobplan. Das genauere Ausführen kommt dann, wenn ich mal einen Aufklärungsbericht vom Sniper-Team habe. Ansonsten, Leute fertig ausrüsten lassen. Sprengstoff-Spezialist müsst ihr dabei haben. Der ist in welchem Team, bitte? Mir. Dir. Okay. Ali. Team, besetzt schon mal ein Fahrzeug, stellt es auf der Straße bereit und meldet euch dann über den 55er an. Okay, dann dementsprechend Stoß eurem Teams, gib mal die Grobanweisungen durch. Das westliche, feinere, genauere kommt dann entweder bei Punkt Halt oder später in Ferusabad. Alles klar. Der andere zusammen, eine Zwei-Mann-Party. Team. Viel Glück. Hey, Squad auf. Oh. Becker. Seid ihr soweit ausgerüstet komplett? Jo. Alles klar. Hunter da hinten MRAP besetzen und hier vorne auf die Straße hinter die anderen Fahrzeuge setzen. Wir bilden Fahrzeug 2. Ja, wer fährt von euch? Ganz sonst fahren. Ja, okay, dann machen wir das. Alles klar, MRAP besetzen und hier vorne auf die Straße stellen. Einen oder was? Einen, ja. Gut, bin unterwegs. Alles klar, Abmarsch, alle. Direkt aufsitzen. Okay, Baker sitzt. Abmarsch. Morgen ist der erste, ne? Morgen ist der erste, jo. Foxhot fährt Fahrzeug 6. Das ist ja, was morgen um 22.50 zu tun, ne? Okay, Fahrer, dann stell dir mal einen Additional Kanal ein. An alle Fahrzeuge. Warte mal eben. Bitte einmal Fahrzeuge mit warte. Durchgeben. Durchziehen, komm. Stell dir mal einen Additional-Kanal auf 55. 55 Edition, verstanden. Ist dann der Fahrzeugkanal für Fahrzeugbefehle. Wir bilden Fahrzeug 2 gleich, sobald sich hier alles aufgereiht hat. Könnt euch jetzt wieder, falls ihr euch auf leise gestellt habt, auf normal stellen. Sobald wir im Fahrzeug sitzen, passt das. Gut. Team Rot, wie soweit seid ihr? Seid ihr schon aufgesetzt? Kommen. Ja, wir sind aufgesessen und soweit abfahrbereit. Gut. Machen noch die letzte Funkeinstellung, melden uns dann. Komm. Ich drei. Charlie aufgesessen. Wir werden uns gleich vorne. Fahrzeug 1 bereit zur Abfahrt. Baker soweit aufgesessen. Fahrzeug 2 bereit zur Abfahrt. Perfekt. Das läuft ja schon wieder gut. Irgendwann noch losgehen. Fahrzeug 4, bereit für Abfahrt, kommen. Frage. Gut, für euch kurz. Ich weiß nicht, wer die Mission vielleicht schon mitgemacht hat. Wir haben die schon mal gemacht. Wir gehen jetzt aber anders ran. Also wir sehen das als neue Mission an. Wir haben, wenn ihr die Karte mal aufmacht, haben wir unten im Süden zwei Ziele. Einmal Whopper und einmal Pan Pizza. Whopper ist eine Flugabwehrstellung, die müssen wir zerstören. Und Pan Pizza ist eine Radarstellung, die müssen wir ebenfalls zerstören. Wir werden jetzt wie eingezeichnet gleich in Kolonne WP1, WP2 langfahren. Ist Fahrzeug 4 nicht mehr auf dem Funkkreis, kommen?
Bei Halt werden wir anhalten. Ein Sniper-Team ist schon vorgefahren, die Kundschaften schon ein bisschen. Und dann werden wir, Team Rot, Abel, Baker und Charlie, Feruz Abad die Straßensperre angreifen, Feruz Abad säubern und ja, werden Doc, dann weitersehen. Hier, Actual, bitte mit Fahrzeugkennung auf der 55 Abfahrbreit. Schafft bestätigen kommen. Hier Team Dog, Fahrzeugkennung durchgegeben, Nummer 5, abfahrbereit kommen. Ja, Entschuldigung, ich hab grad Funk offen. Wer ist denn Fahrzeug 4, bitte? Da haben wir, diese Frage kann ich leider nicht beantworten, komm. Stand jetzt keine Infos vorhanden, also wahrscheinlich nicht, nein. Hier Fahrzeug 3, Fahrzeug 1 und 2 bitte 10 Meter vorziehen, damit sich Fahrzeug 3 einreihen kann. Fahrzeug 2, verstanden. Na, setz dich mal jetzt an dem hier vorbei. Und setz dich mal dazwischen. Und dann relativ nah hinter ihn. Fahrzeug 2 in Position, Fahrzeug 2 abfahrbereit. Ja, kannst den Motor erstmal wieder ausmachen. Achtung, neue Opel, Kennung. Neue ich habe einen Mann Verlust, komm. Ja, behandeln. Trennung. Fahrzeug 5, Dog, Sie sind jetzt. Warte. Sind jetzt Fahrzeug 4, Fox Trennung, Foxtrot. Sie sind nun Fahrzeug 5. Actual ist ab sofort Fahrzeug 6, Trennung. Kommen. So, verstanden. Dog, neue Kennung, Fahrzeug 4. Komm. So, verstanden. Foxtrot, kommen. Foxtrot, verstanden. Foxtrot, neues Fahrzeug 5. So, verstanden. Sobald Fahrzeug 1 wieder einsatzbereit ist, Kolonnenfahrt mit Richtgeschwindigkeit 50 bis 60 km/h dem Gelände angepasst starten. Okay. Richtgeschwindigkeit wird gleich 50 bis 60 km/h sein. Einfach an das vordere Fahrzeug anpassen, möglichst gut Abstand halten, dass wenn die Notbremsung machen müssen, dass wir ausweichen können. So, gut. Jetzt habe ich keinen Funk mehr. Was los? Das mit Angriffstrupp Red steht noch mit Abel, Baker und Charlie, oder? Ja, das steht noch. Wir haben, wie gesagt, Easy ist schon vorne im Einsatzgebiet. Easy sind unsere beiden Scharfschützen. Die Kundschaften Feruz Abad schon mal so ein bisschen aus und gucken schon mal, was sie da so sehen, um uns einen Aufklärungsbericht zu geben. Aber wir fahren jetzt gleich, wie gesagt, in Kolonne erstmal bis zum Punkt Halt, werden da absetzen, werden dort eine Rundumsicherung erstmal aufbauen und dann werden wir mit Team Rot, wie Abel, gesagt, hier, nach Feruz Abad kommen. Einrücken. Hier, Abel, kommen. Wie ist es mit UAV? Ich bin ja jetzt UAV. Abel, mhm. Auf Anfrage, richtig? Auf Anfrage, genau. Hier Abel, wir also, haben einen Mann aufgrund von Durchfall Rally, verloren, okay, bisher noch nicht wieder angetreten, genau. Kommen. Genau. Gut, dann weiß ich Bescheid. So, verstanden. Über die 55 melden, wenn abfahrbereit kommt. So, verstanden. Ende. Alter, wie sieht mein Bild im Bild aus? Putz die Kamera mal. Actual, hier, Abel, komm. Weißt du eigentlich, wie man diese Kamera benutzt? Das kann nur ich mit dem Commander-Tablet. Sollen wir tatsächlich bis zum Einkehren warten oder möglicherweise hinterherziehen lassen, komm. Actual für Fahrzeug 4, komm. Pack den einfach in Fahrzeug 1 ein und dann startet. Nimm den gefangen und reinsetzen. Ich benutze es nicht, nein. Das Einzige, was ich benutze, ist der Blue Force Tracker, damit ich sehe, wo wer gerade ist. Fahrzeug 4, hier Fahrzeug 6, was gibt's, Gorn? Kurze Frage zur allgemeinen Lage, auf was genau warten wir kommen? Fahrzeug 1 hat kurzfristigen Ausfall von einem Mann und der wird jetzt ins Fahrzeug geleitet. Eine Zeitangabe, wann es losgeht? So, verstanden, Fahrzeug 4 Ende. Kann noch ein bisschen dauern, wir haben einen, der gerade hier, Smooth, der hat gerade noch irgendwie Probleme, ein Disconnect gehabt oder so. Das kleine meint, ich katze kurz aufs Klo ab. Jo.
Solange nur die Katze aufs Klo. Actually, hier Abel, es scheint da ein Problem zu geben, sollen wir einfach verlegen kommen. Ja, ausführen. Actual Ende. Ab sofort Fahrzeugführung 55 beibehalten und Konvoi statt. Ab jetzt Actual Ende. Fahrzeug einsetzen, sich bewegt. Ja, hinterher. Fahrzeug 2 in Bewegung. Richtgeschwindigkeit 80 km/h. Fahrzeug 3 in Bewegung. Fahrzeug 4 in Bewegung. Fahrzeug 5 in Bewegung. So verstanden, Konvoi fährt Fahrzeug 46 mit Verstärkung, Smoothie Smoothie. Nachrücken. 6 Ende. Schild. Ups, was war das 50 Schild? Wir fahren E80, juckt keinen. Das bauen die anderen vom Ingenieurtrupp wieder auf. Die brauchen auch Arbeit. Langsam, langsam, hier geht's links. Fahrzeug 1 hier, Fahrzeug 4, können Sie die Richtgeschwindigkeit nochmal durchgeben, komm. 50 bis 60 km vorerst, kommen. Ja, WB. Schön, das Stoppschild stehen gelassen. Schön. Zweimal loben, da? Mhm. Ist etwas, kann ich stehen lassen. Feuerstatus erstmal gelb. Nur mal so zur Info, damit ich es mal gesagt habe. Fahrzeug 1 bis 5 bis jetzt weiterhin eigenständig vorrücken und Meldung machen, gegebenenfalls sollte irgendwas auch passieren. Ansonsten weiter vorrücken bis Fahrzeug halt. Komm. Fahrzeug 1 verstanden. Fahrzeug 2 verstanden. Fahrzeug 2 verstanden. Fahrzeug 4 verstanden. Fahrzeug 5 verstanden. 6 N. Checkpoint 1 erreicht. So, wollen wir die Karre mal noch ein bisschen zunebeln hier, bevor wir sie nachher zurückgeben? Ach, weiß ich, dann mach ich direkt mit. Ja, mach mal. Hier sind wir so verschiedene die Fenster hier auf. Nicht, dass wir das später nicht mehr sehen. Ach, Quatsch. Gibt's ein Verhaus? Das, wir sehen nichts, wir sind eingenebelt. Das Ding ist so undicht hier, hier geht alles raus. Ist das bei mir so langsam, oder? Wollen wir was zu essen bei der Tanke holen, Dix? Nee. Schade, ich wollte gerade anfangen. Wie geht's euch derzeit? Oh, derzeit ist ganz gut, wir befinden uns auf dem Weg zu, Ruhig ist für die Energie. So verstanden. Geil. Meldet euch, wenn irgendwas passiert. Sonst soweit gute Arbeit. Actual. Keine Ahnung, okay, was Punkt 2 passiert. Energieriegel? Ja. Auch nicht.
Wenn wir gleich den Punkt Halt erreichen, je nachdem, wo sich Fahrzeug 1 hinstellt, stellen wir uns auf die andere Seite. Also wenn die sich rechts hinstellen, stellen wir uns links hin. Ich hab verstanden, wenn die links, dann wir rechts. Genau. Wenn die mitten auf der... wenn die mitten auf der Straße stehen bleiben, dann einfach dahinter, gerade auf der Straße bleiben. Ja. Schön kein Zivilist dran vorbeikommt. Genau. Sobald das Fahrzeug steht, aussteigen, Rundumsicherung aufbauen, prinzipiell die 1, also ich sichere nach 12 Uhr, also immer unsere Fahrtrichtung und unsere Laufrichtung. Die Nummer 2 sichert 3 Uhr nach rechts, die Nummer 3 sichert die 9 Uhr nach links und die Nummer 4 sichert prinzipiell die 6 nach hinten. Cool, der Fahrer muss nach hinten sichern. Frage, können wir das umändern, dass Paul links sichert, also Richtung 6, Richtung 9 Uhr, die 2 halt, die 3 Richtung 3 Uhr macht, oder halt der Fahrer nach hinten. Ich steig nämlich rechts aus, sonst müsste ich einmal ums Auto rumlaufen. Alle Punkte erreicht, Fahrzeug 1 hält. Kann man machen, ja klar. Ja, okay, links der Straße halten, am besten an den Bäumen. Fahrzeug 2 hält. Gut, wie gesagt, aussteigen und Umsicherung. Hält. Fahrzeug 4 hält. Actual, hier Abel. Wir haben Haltepunkt erreicht, sind abgesessen. Kommen. Ja, so verstanden. Abel, halten Sie Ihre Position so lange, bis wir eingetreffen. Actual. So, nochmal kurz die Frage, wie haben wir es jetzt? Die 2 sichert nach 9 Uhr und die 3 nach 3 Uhr, oder wie haben wir es? Richtig, positiv. Becker meldet sich auf der 120 an. Hier Abel, alles da. Hier Charlie, verstanden. Audio-Kontakt. Freundliches Fahrzeug. Teamleader, einmal bitte am hinteren Fahrzeug bei mir treffen und dem Chef kommen. Baker, verstanden. Jungs, ich muss nur kurz da hinten, bin gleich wieder da. Jo. Hier Abel, bin auf dem Weg. Kommen. Baker meldet sich, Sir. Ja, schon, Sie sind heute einer der schnellsten.
hoffe, Abel schafft es, sie da ein bisschen zu unterbieten. Bei dir fehlt einer, oder? Jawohl. Und mir fehlt irgendwie Charlie. Ich hoffe, dass der nochmal nachconnected. Charlie noch nicht hier. Charlie, hier Actual, wo bleiben Sie? Kommen. Nun schaffen wir das auch so, Herr Leutnant. Hier hat Charlie nichts gehört. Denn, komm mal bitte zum hinteren Fahrzeug und treff dich bitte bei Ratzaks und mir und deinen anderen beiden Kumpanen. Komm. Hier Actual, so verstanden, weiter durchführen. Actual, an der Fahrt. Jetzt unterwegs. Ich habe nichts gehört. Passieren. Folgendes, ich lasse jetzt da Ferus, nicht Ferus erwartet, sondern Falara von Einsatzteam Blau mal sichern. Sobald das gesichert ist, werden wir mit die Fahrzeuge weiter vorverlegen und die Fahrzeuge in Filar parken. Danach wird Einsatzteam Blau mit seinem Fahrzeug oder mit deren Fahrzeug die Orange Straße nach rechts oder sprich nach Osten weiterfahren, bis sie zum Kreuz kommen, dort wo die Weiße auf die Orange Straße trifft. Von da aus werden sie sich zu Fuß auf dem Weg Richtung Straßensperre machen, während ihr den Direktweg einschlagen werdet. Wer schießt? War das von euch? Baker, Meldung, waren wir das? Fehlschuss. Abel hat Fehlschuss. Okay. Sorgen Sie sofort dafür, dass Ihre Männer gefaced ihre Waffen sichern. Sofort. Ich bin gerade dabei. Okay, Baker war ein Fehlschuss. Bitte Waffen sichern. Jedes Mal, das kann nicht sein. War gesichert. War ein Fehlschuss. Trotzdem, weiter verrücken. War gesichert, Master Sergeant. Wie kann die denn schießen? Okay, das war schon vielleicht ein Fehler in der Waffe. Alles klar, passiert, aber dennoch. Oder Sonnenflecken. Wenn nicht zu klappen, Waffen sichern. Verstanden. Dementsprechend mal bitte wieder einen kühlen Kopf behalten, alles wieder zurück am Anfang, sprich Verlag, sobald Verlag gesichert ist, geht's weiter Richtung Osten für das Team Blau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr werdet dann noch ein bisschen warten in Verlag, bis die da oben sind und danach werdet ihr gleichzeitig auf Ferusafat vorstoßen. Die kommt dann halt über Anna. Was ist jetzt auch wieder ein Fehlschuss? Dann los. Das war jetzt zweimal gezielt. Wer war das? Teamname reicht mir schon, das muss kein Einzelner sein. Die Waffen sind Bewegungen in Nordosten 40 Grad. Mach das Waffen. Charlie, Information. Mann. Bitte wiederholen, Baker. Bewegung im Nordosten 40 Grad auf dem Hügel. Ansonsten kümmert ihr euch bitte erstmal. Wir haben Baker meldet. Position sind, dass wir die Stellung hier erstmal so weit selber halten. Baker meldet Bewegung im Nordosten 40 Grad auf dem Hügel. Kann eigentlich keiner von uns sein, oder? Oh, warte. Actual für Easy Common. Im Nordosten. 1 an 4 bitte. Nein. Ich habe Actual Easy, was gibt's? Mehrere Feindkontakte. Offensichtlich feindlich. Wir haben Snip L erreicht. Komm in unsere und Richtung. Von der Position aus ist Snip. Verstanden, Auge drauf halten. Wenn Sie Feuer öffnen, Feuer frei. 045-071 wechseln. Trennung, Break. Sofort die Team Red ausrichten Richtung Nordosten. Baut mir hier eine Feuerlinie auf, mitsamt eurer drei Einheiten. Feuer frei, Feuer frei. Trennung. Team Easy, wir werden derzeitig von unserer Position halt südlich vom Wegpunkt U aus dem Osten anderen Hügel aus. Nichts gesehen, ey. Könnt ihr mal rüberschauen und gucken, was da los ist? Ist das möglich? Kommen. Wir haben es voll verstanden. Verstanden, Actual Ende. Actual an Team Rot, haltet mich ab sofort auf den Laufenden bezüglich Status eurer Einheiten. Und eröffnet verdammt nochmal das scheiß Feuer nach Nordosten. Fuck it, ey.
schon am vordersten Ende, am vorderen Anfang der Kolonne, wo jetzt der Nebel eingeraucht wird. Versuch da mal zu unterstützen. Verstanden. Axel, hier Abel, uns habt ihr nicht erwischt, komm. Ja, dann klärt mir auf, wer das ist, verdammt. Und sorgt hier für eine Feuerbrücke, da soll kein weiteres Gegenfeuer rein. Hoffentlich finden die mich. Easy für Actual, wir können von hier aus nicht wirken, wir haben eigentlich nur Berge bei uns in der Sicht. Ende. Das MG unbedingt nach Nordosten, es muss weiterhin feuern. Haltet das Feuer aufrecht. Ich dachte, der Stein wäre eine gute Idee. Aber naja, anscheinend nicht. Ich hab echt nichts gesehen. So ein Scheiß. Das hört sich alles nicht gut an. Ich scheine nicht schwer getroffen zu sein, ich blute nicht stark. Es ist kacke, wenn man in der Besprechung von hinten angegriffen wird, ey. Mal gutes Team habe ich da. Er hat das echt gut aufgeklärt. Oh, das war ein Buddy-Treffer. Ach du Scheiße, es ist irgendwas Fettes. Mann. Nix gut. Gar nix gut. Gar nix gut hier. Ich glaube, also wieder nur die hocken gleich auf mir, die Feinde. Was ist das denn? Mach die doch mal platt. Hat uns jetzt ein Gegnertrupp ausgerottet, oder was? Das war eine schöne Granate. Boom.
Ja, ich glaube, das dauert noch ein Weilchen. Leider. Oh, ich habe den ganzen Abend schon irgendeinen komischen Frosch im Hals, ey. Ich kann trinken, was ich will, der geht nie weg. Fahrzeuge? Fahren die da gerade? Oder bauen die Sicherungswalle auf? Was sinnvoll wäre. Fahrzeuge zwischen uns und die Feinde bringen. Noch nicht mal annähernd im Einsatzgebiet und schon wird hier geballert. Okay, Doppelschüsse. Da auch der Doppelschüsse ist ein Feind. Das sind unsere. Nachher rennt man immer schlau. Ich wäre direkt nach Fallerad rein, oder wie die Stadt heißt, direkt reingefahren. Hat man durch die Gebäudesicherungsposition. Team Rot hier, Actual. Sofort ein Statusbericht über eure einzelnen Teams. Kommt. Easy für Actual kommen. Ungefähr, Entschuldigung. Hier Actual, was los, Easy? Wir hatten einen kurzen Einblick auf Ferus Abad und wir haben mindestens 2 Kontakte gesehen. Bitte wiederholen Sie, kommen. In der Stadt Ferus Abad sind mindestens 2 Kontakte direkt hinter der Straßensperre. So verstanden. Dann weiterhin Ausstellung halten und auf Ferus Abad scannen. Ich und Standby. Actual. So, Team Rot, hier Actual. Melden Sie sich bitte über die 60. Komm. Kann ich nicht. Charlie, haben Sie hier Actual, haben Sie mögliche Informationen über den Verbleib von Abel und Baker? Negativ. Ja. Machst du nix, guckst du zu. Das Bild hatte ich lange nicht mehr. Also von daher.
ist mal wieder an der Zeit. Easy, könnt ihr gegebenenfalls in die Richtung uns aufstoßen und mal Richtung Nordosten scannen? Wäre das möglich innerhalb der nächsten 3 Minuten kommen? Aufstoßen zu Befehl, Sir. Easy, check kurz die Lage, einen Moment. So verstanden, Actual Standby. Aber die gehen auch nicht mal annähernd irgendwie auf Suche von Abel und Baker, ne? Zumindest habe ich nicht das Gefühl. Okay, eigene Sicherung vor Fremdsicherung, aber wenn man keinen Kontakt mehr zu 2 Teams kriegt, dann würde ich mal als Actual rumgehen und mal gucken, was da los ist. Halb 11 schon wieder. Aber mein Team scheint auch komplett down zu sein irgendwie. Ich höre gar nichts mehr. Easy für Actual, aus unserer aktuellen Position wäre es nicht machbar, innerhalb von 3 Minuten zu euch zu stoßen. Okay. So verstanden, dann haltet eure Stellung jetzt, wo ihr seid. Easy verstanden, Ende. Sonst lebt da noch ein bisschen was von meinem Team. Ja, so ist das. Nun liege ich hier und singe. Nein, ich singe jetzt nicht. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Das Bild wird langsam dunkler. Lange mache ich nicht mehr. Dann falle ich um und bin tot. 1 und 4, bitte komm. Okay, 4 lebt auch noch. Ist auch schon mal schön. 1 kann aber leider nicht antworten. 4 ist. Team Rot, hier Actual, passen Sie auf, wir haben feindliche, befreundete Einheiten links auf dem Hügel Nordosten.
Puh, da höre ich doch was. Achso, ich hol dich hier raus. Very nice. So, wird mir das jetzt noch bestätigt, oder was? Boah, ist schon schwarz-weiß die Sicht. Alter. Lang mache ich wirklich nicht mehr. Dieter, kannst du bekommen? Dieter, gehört? Hat man den Medic bitte da? Ich hab hier Atlantis. Okay, leg ab, leg ab. Oh, der Hansebänger. Er wird fast verrecken, leg ab. Fast? Katze an Tank, bitte komm. Er passt schon, Tank. Okay, der nippelt mir aus dem Ab, ja. Passt schon. Abnippeln. Gut. Ich bin dood, so richtig dood. Commander, guck bitte nach Finn, der antwortet nicht, ob nicht, dass der irgendwo liegt. Jungs, guckt mal bitte die Gegend ab nach Finn. Kannst du den nicht lieber zurückziehen? Nee, zu den Fahrzeugen? Ja, da verreckt. Katze, bitte komm. Okay, dann bleib ich ja, bei dir. Ja, Katze, hört. Atlantis. Ja, ich komm gleich zu dir. Naja, passt schon. Ich wollte nur, dass du Medic rufst. Charlie, hier, actual, kommen. Charlie, hört. Achso, wo seid ihr jetzt? Wir haben jetzt den Lead von Baker. Wir haben Atlantis gefunden. Der wird derzeitig vom Sanitäter stabilisiert. Okay, verstanden. Finn ist weiterhin vermisst. Kommen. So verstanden, soll man auch rücken? Kommen? Ja, ja. Stell mir unbedingt die Leute, die du gerade frei hast, für Standby. Ist das Finn? Ja. Bist du der Verletzte, Mann? Oder bist du der Letzte? Ich bin der Einzige. Finn, mach dich schlapp, Digga. Komplett blind gewesen gerade. Keine Chance. Massensterben. Landes, kommst zurück. Ich schau dir gerade mal den Finn an, ja? Dann kann ich dir gleich durchgehen. Oh! Licht! Dankeschön. Bei Finn, bin bei Finn. Atlantis, ich hab dir die Tank kurz abgezogen, der muss mir kurz mit der. Ja, alles gut. Ja, wir machen gleich weiter. Ja. Alles gut. Ja, Epido. Slacks. Zu den Felsen sicher, aber mit deinem G Richtung. Atlantis, schau dir zu, dass du Team Baker wieder gesammelt bekommst. Jo. Versuch mal hier Richtung Nordosten eine Sicherungslinie aufzubauen, ja? Jawohl, Sicherungslinie Nordosten. Gerhard? Ah, ja. Hier ist ein Mann verteilt. Ich hab jetzt einen halt verteilt zu dir, Nordost, einer sichert mir Nordwest und der Monty ist auf der Straße und schaut Richtung Süden. Oh, Servus, wen haben wir denn hier? Gehörst du zu Baker? Gehört zu Charlie. Okay, hast du Baker-Teile gesehen zufällig? Negativ. Okay, danke. Ja, Atlantis an komplett Baker, bis auf D-Tank. Bitte einmal mittig in den Fahrzeugen sammeln. Oh, Atlantis lebt wieder. Ja, nach langer Schwarz-Weiß-Sicht. Okay. Servus. Okay, Charlie, Position. Ja, warte mal. Ja, ja. Richtung Nordwesten und Richtung Südwesten. Genau, Ost haben wir noch an dem Berg einen Bunker. Keine Ahnung, ob da noch was kommt. Ja. Okay, alles klar. Gut, Baker mit mir kommen. Baker, ich will da vorne in den Ruinen eine Sicherung aufbauen Richtung Nordosten, Osten. Dass alles abgescannt wird. Komplett der gesamte Hügel. Okay. Gehen wir mal rüber. Sucht euch hier mal irgendwie eine geeignete Position, dass ihr nach Osten, Nordosten Deckung habt. Mit den Osten nehmen. Ja, ich mach da Nordost. Dann guck ich auch Richtung Westen. Mann ey, was war das denn gerade hier, ey? Voll der Feuerwaffe vom Berg. Ich raste aus. Ich hab nur gehört, Schuss aus Baker hier actual, komm. Okay, mal im Pausestopp. Hier, Baker. Was macht die Sicherungslinie Richtung Osten kommen? Sicherungslinie Richtung Osten, Nordosten ist soeben aufgebaut worden. So verstanden, schaut mir auch bitte noch ein bisschen in den Südosten kommen. Sowieso, natürlich. Actual, ne?
alle Sicherungen wie besprochen ausgeführt. Ende. So verstanden, Actual End. Er ist der größte Kackrack gewesen. Ich war mitten in der Führungsbesprechung vorne und auf einmal sagst du mir, da kommt Feind, ey. Denk mir so, what the fuck? Ich drehe mich um, renne mit den Leads in den Wald. Abel, haben Sie Sicherungsposition eingenommen? Naja, dann war halt vorbei. Das sind zu spät, ja. Actual hier, Abel. Wir haben Sicherungsposition eingenommen. Decken Südost bis Südwest kommen. So verstanden, gute Arbeit. Weiterhin Stellung halten. Mich hat gewundert, dass sie halt direkt von so einer Entfernung halt schon, das sind halt 300 Meter knapp, schon angefangen haben zu schießen. Naja, erst. Ich habe gerade den Sniper durchs Team verloren. So verstanden. Ich kümmere mich drum. Danke. Easy Ende. Wir sind vorhin abgestorben, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Waffe sichern. Mach ich das? Waffe sichern machst du... TRG Zirkumflex normalerweise. Genau. Ah. Aber wir haben jetzt aber schon Kontakte gehabt, von daher Waffe auf jeden Fall entsichert lassen. Ich habe zum Beispiel, bin gestorben, weil ich sie gesichert hatte, einen Feind im Visier hatte und schießen wollte. Und es kam halt nichts. Ja. Drück einfach schnell zweimal F, dann wechselst du Feuermodus, dann ist das Ding ganz schnell raus. Ja, ist mir dann auch eingefallen, aber war halt dann schon zu spät. Ich habe mich dann noch hinter den Stein gekrochen, aber da haben sie irgendwie drüber geschossen oder so, keine Ahnung. Auf F gedrückt und bin dann auf einen Granatenwerfer gekommen auch. Dann habe ich den erstmal in Ruhe nachgeladen und dann war vorbei. Na gut, willst du mehr? Sind die alle wieder da? Positiv, jetzt habe ich einen Granatenwerfer im Lauf. Ja, ist doch super. Aber wo du es gerade sagst, ich kam einen auch mal im Laden. Haben wir jetzt ein paar Liter Blut verloren, ne? Also ich hatte... Also ich hatte komplette schwarz-weiße Sicht. Ich hatte gar keine Farbe mehr. Ich auch nicht. Monty hat mich irgendwie rausgezogen bekommen. Hat dann nach dem Medic geschrien und ich war da so langsam am Verbluten. Ich habe mir schon so gedacht, jetzt ist gleich vorbei mit mir. Aber... Dann ja, das dachte ich mir 10 Minuten auch. Jetzt ist gleich vorbei, jetzt ist gleich vorbei. Hab ich mir nur so gedacht, jetzt waren fast die ganzen 2 Stunden warten umsonst. 5 Minuten Fahrt, 1 Minute Kampf und dann sterben. Ja, interessant. Wieso? Wir haben wenigstens Feinde gesehen und wir konnten schießen. Ziel erfüllt. Ja. Ja, stimmt. So, wenn das alles gleich hier mal geklärt ist, muss ich mir erstmal wieder eine Lage holen, irgendwie beim Actual. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was Sache ist. Mal eine ganz kurze Frage, sollen wir eigentlich in Richtung Osten und den Bunkern sichern? Weil, keine Ahnung, ob da noch Feindkontakt drin ist, weil der ist schlecht einzusehen von ihm. Nö. Wenn da Feindkontakt drin wäre, hätte er schon geschossen. Wenn er nicht schießt, dann ist er mir egal. Okay. Wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier hocken. Das ist. Bewegt mich jetzt hier kein Stück mehr weg. Ich mal eben kurz Position. Jo. 1-4-4, bitte. Ja, nach hier hinten. Eins hier. Ich habe jetzt den Drohneneinsatz abgeschlossen und schließe jetzt zu euch auf. Verstanden. Einmal genau Position bitte durch. Vom Konvoi aus vorne links in den kaputten Gebäuden. Verstanden, bitte unter. Wie war eigentlich nochmal das Waffenauflegen mit VTS? Steuerung, Leertaste. Ja. Da. Ja, servus. Such dir mal eine Sicherungsposition irgendwie nach Südosten. Aus Richtung Süden, ne? Ja, das müsste das andere Team sein. Sicherungsposition angenommen. Perfekt. Hast du mit deiner Drohne irgendwas sehen können? Nee, nicht wirklich. Ich habe auch nicht geguckt. Okay. Der Lieutenant hat, ich bin geflogen, Lieutenant hat über Optik geguckt. Ah, okay.
Welches Team ist da eigentlich schon vorgerückt? Einsatztrupp Blau, also Doc und Foxtrot müssten das sein. Und Easy, oder? Ne, Easy. Easy ist. Genau, Easy ist Scharfschützentrupp. Der liegt irgendwo auf dem Berg. Ja. Ja, die. Weiß ich nicht, was die machen. Die sollten. Irgendwie. Vorrücken schon mal. Ja, ich wollte sagen, die sollten schon mal vorrücken und sollten eigentlich ein Falar auf uns warten. Aber ich hab nichts mitgekriegt. Ich lag auf dem Boden. Sie war sehr verspannt bei denen an. Ja. Hatten wir das selber auch schon genug. Wow. Okay. Warum kam hier jetzt gerade ein Schuss? Easy, hier actual. Ja, die ich glaube, die fliegen drüber. Easy, hier actual. Habt ihr Neues aus Ferrosabad kommen? Hier Easy, also wir haben Sicht auf die Straßensperre. Die Straßensperre wird zumindest bewacht von einer Einheit und einem Ifrit unbewaffnet. Bemannung kann ich nicht sagen. Und ansonsten weitere Einheiten direkt in Ferrosabad. So verstanden. Also ihr habt Sichtkontakt auf die Straßensperre sowie einen unbewaffneten Ifrit und weitere Kontakte selbst in Ferrosabad kommen? Ihr habt so verstanden, der Ifrit steht direkt an der Straßensperre. Soweit gute Arbeit, Eagle. Dann weiterhin Stellung halten, Feuerstatus gelb und scannt weiter. Action. Ja, mir fällt gerade auf, ich habe nur noch zwei Magazine. Was brauchst du nur für Magazine? Ganz normale 556er, oder? Ich brauche eine normale 556er, 30 Rounds Max. Ja, dann warte. Hätte ich noch 10 Stück? Ja, ja, warte mal. Hier, guck mal in meinen Rucksack hinten rein. Da müssten 5 drin liegen. Kannst du haben. Hör ich immer extra mit? Nö. Aber ich habe sowieso 10. Von Anfang an hat jeder dabei. Und zur Not müssten wir dann gleich... Wenn wir gleich an den Fahrzeugen sind, müssten wir mal gucken. Da müssten auch noch welche drin sein. Wir haben jetzt die 5 Magazine rausgenommen. Jo, passt. Das kenne ich noch aus dem letzten Einsatz hier in dem Land. Da war ich mit dem MG unterwegs. Wir haben auch andauernd Magazine hin und her geschoben. Ja, nicht. Magazin prüfen wir mit SLGR, ne? Ja. Viertel voll. Ja, passt. Kleine Hemmung löst mit Shift R. Genau. Eagle hier actual kommen. Ansonsten zur Not, wenn wir jetzt gerade hier sitzen und nicht viel zu tun haben, außer gucken, könnt ihr ja auch mal über das AGM-Menü die Magazine umpacken. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr was zum Umpacken habt. Eagle, hier, actual. Nur die paar Schüsse rausbekommen, Mann. Scheiße. Das ist im alten Magazin. Hallo. Easy, hier, actual, bitte komm. Und dann wurde ich auch schon mitten in die Schulter getroffen und da war Ende. Easy, hört. Ah, verzeiht mir gerade das Debakel. Ihr habt ein neues Prioritätsziel, eine neue Prioritätsstufe bei der Aufklärung für Ferrosabad sowie die Straßensperre. Nimmt mir da bitte vorläufig die schweren Dinge, spottet ihr uns mal, beziehungsweise wenn möglich, gerne Markierung auf dem Device, auf dem Android-Device. Und bitte das dann noch durchgeben, kommen. Okay, soweit verstanden. Schwere Ziele werden geortet und markiert. Action. Und nun? Jetzt wendet sich mal ganz kurz für eine Minute ab. Jo.
Ja, willkommen im Club. AK hier, actual, komm. Mein Bier hier ist auch schon alle. Ey, jetzt hat das mit. Ey, jetzt hat das mit seinem Decknamen aber auch. Erst funkt er Easy an. Dann nennt er Easy Eagle. Und jetzt nennt er Easy Ecker. Wer hat das aber mit seinem Decknamen hier? Du musst ja schließlich einmal alles durchhaben, wa? Alles mit E. Wir haben da noch Echo. Haben wir noch? Team Red, hier Echo. Alle Mann wieder Omega. Aufsitzen. Wir fahren weiter Richtung Ohren. Süden nach Falla. Okay. Kommen. Charlie verstanden. Becker verstanden. Alle wieder da? Ja, okay, alles klar. Aufsitzen, ausrichten auf die Straße und dann fahren wir weiter zu der nächsten Stadt. So verstanden, dann an alle Fahrbereitschaft herstellen und über Kurzwelle 55 mit das hier war unsere, oder? Melden kommen. Ja, ich glaube, das hier war unsere. Ja, das ist unsere. Natürlich, wir nehmen ihn uns einfach. Korrektur, wir machen das weiterhin über die 60. Fahrzeugfunk wird ausgeschaltet. Gut, Baker sitzt. Dann. Ich sehe nichts vor uns, dann fahren wir ein Stückchen vor. Fahrzeugreihenfolge: Abel Fahrzeug 1, Baker Fahrzeug 2, Charlie Fahrzeug 3, Lead ist Fahrzeug 4. Okay, stopp. Baker verstanden, Baker Fahrzeug 2. Hier, Abel, kannst du wiederholen, kommen. Fahrzeugfunk, also normaler Funk erfolgt über meine 60. Ich gebe dir dann Bescheid, wenn was ist. Fahrzeug 2, Charlie okay, also ist kein Fahrzeug 3, Lief ist Fahrzeug 4. Und die kaputten Reifen da vorne? Hier, Abel, so verstanden. Frage, die zwei anderen Fahrzeuge, sollen die von Abel jetzt, wie wir letztens gerade gesagt haben, ja, erstmal aussteigen und Umsicherung, nahe beim Fahrzeug. 4 und 5 hinterherkommen. Bitte wiederholen. Hier, Abel, was ist mit den restlichen Fahrzeugen der blauen Gruppe, kommen? Das hat nicht zu interessieren. Aufsitzen, Abmarsch. Hier, Abel, so verstanden. Ende. Ja, hat sich gerade erledigt mit. Ach, hier steht er hier. Hat sich gerade erledigt mit den anderen Fahrzeugen. Die Tat ist dann nicht zu interessieren. Dann setzen wir einfach auf. Jetzt haben wir uns aber. Machen wir uns am Ganzen. Genau. Mach den Reifen drauf, zumindest versuche ich's. Und 55 ist gegessen. Kannst das vom Gerät gleich ausschalten. Hier Fahrzeug 3, komplett aufgesessen und fahrbereit. Ja, ich war. Noch einen Augenblick. Abel, hier actual, komm. Hier, Abel, komm. Hüpft mal rauf. Abel, weiterhin Befehl vom Platoon-Leader ausführen. Mir war das. Baker aufsitzen. Marsch. In unseren Wagen einsteigen oder in den dritten? Drei sitzt. Jo, besitzt. Alles klar, alle drin. Egal. Du siehst ja, was da vorne Sache ist. Ich habe jetzt hier dieses scheiß Display vor mir. Wir können gerne nochmal tauschen, wenn du willst. Nein, egal. Alles gut. Notfall bin ich. Ich bin sehr guter Beifahrer. Nicht. Allein nicht. Nicht. Sind jetzt ihr Rad wechseln können? Ja. Abel, wir sind soweit abfahrtbereit, komm. Lass wir dann aber mitten auf der Straße liegen, das Rad. Ja, scheißegal. Straßensperre. Moderne Straßensperre. Ist eh platt, braucht keiner mehr. Haben die kleinen Kinder hier in der. haben die Kinder hier wieder eine Felge, mit denen sie spielen können. Sind Berg runterrollen, ja, genau. Da ist zum Beispiel eine Schaukelbahn. Hier, actual. Wir tun wenn nur wir Gutes für dieses Land hier. Wenn wir wegen Faller fahren, dann steht da vor uns eine Einheit. Vor ihm biegen wir dann links rein, sodass wir hinten in den Compound reinfahren können. Und Abmarsch bitte, wenn Fahrbereitschaft hergestellt. Okay, wir fahren jetzt irgendwie in die nächste Stadt rein, nach Falla. Da steht dann irgendwo eine Einheit, da biegen wir links ab und dann irgendwie in den Compound rein oder so. Einfach mal dem vorderen Fahrzeug hinterher. Wir wurden gerade weggedrängt von der 2. Ja, keine Ahnung. Hier steht noch ein Fahrzeug.
Ja, sollte nicht interessieren. Der weiß, kann sich auch nicht so ganz entscheiden, was er will, ne? Ja. Erst. Nein, kann er. Erst fragt Abel ihn, was denn mit den Fahrzeugen von Team Blau ist. Dann sagt Kanner, hat dich nicht zu interessieren. Und jetzt fragt er gerade, warum stehen hier noch Fahrzeuge rum? Ja, hat uns nicht zu interessieren, hat er gesagt. Was da los? Was ist da los? Sie halt einfach stehen, die dürfen wieder zurücklaufen. Was ist da los? Ja, hier jetzt irgendwie Ausstau. Wow. Ja, fahren wir irgendwie ein bisschen hinterher und dann irgendwie da irgendwo rein oder so, keine Ahnung. Ist meines Erachtens zwar die falsche Straße, falsche Straße, aber egal. Ich wiederhole an alle vor der Person. Ja, stopp, halt. Ja, stopp. Das ist die falsche Straße, er hat die falsche Straße genommen. Daher? Keine Ahnung, was hier gerade Sache ist. Der hat wahrscheinlich ein C-Set mit unseren verwechselt. Ja, wir stehen eigentlich in der falschen Straße. Eigentlich müssen wir die noch weiter in die Stadt. Ja, was ich glaube, wenn du Dings öffnest, dein Table, das ist WP1, WP2. Ich denke, wir fahren aus. Abel, das ist die falsche Straße. Ja, das frage ich dich. Das sind ja auch wieder die Farben Blau und Rot. Ne? Ja, warte, sei mal ruhig. Die stehen halt links an der Kreuzung und da sollen wir dann reinfahren. Abel, hier Baker auf 120, das ist die falsche Straße. Das muss die ganze in der Stadt sein. Wir parken jetzt hier. Konvoi, ihr müsst umdrehen. Wir müssen weiter die Hauptstraße runter. Actual hier, Abel, wir parken jetzt hier. Kommen. Was soll das denn jetzt hier? Er will hier irgendwo parken, keine Ahnung warum. Ja, wir haben jetzt hier geparkt. Machen wir Motor aus, wir bleiben erstmal sitzen. Okay, verstanden. Weil eigentlich die falsche Straße. Du hast jetzt, ob sie wieder aufsetzen würden. So, komplett Team Rot hergehört. Fahrzeuge sofort abbesetzen und bei Wegmund sammeln. Okay, absitzen. Easy für Actual, es bewegt sich eine große Patrouille in unsere Richtung. Wir sind noch nicht gesichtet worden. Wenn möglich, verlegen und auf Distanz gehen. Komm. Okay, Baker mir hinterher. Zudem haben wir in dem Compound vor uns auf einmal eine Leiche des Gegners entdeckt. Wir haben aber keine Schüsse gehört. Gibt's denn jetzt irgendwelche Ausfälle? Ja, so verstanden. Dann zieht euch erstmal leicht zurück, sodass ihr weiter in die große Patrouille im Auge behalten könnt. Komm. Okay, soweit verstanden. Easy Ende. Sicher hier nur Atlantis? Ja, wir sollten eigentlich. Egal. Baker mir folgen. Wir gehen zum Punkt. Ist das ein Feind? Scheiße, bin ich gerade doof? Ist ein Feind rechts oder links? Mittendrin, ist das ein Feind? Bin ich doof? Nee. Weiter. Ich dachte gerade so, hä? Da steht einer und guckt durch, doof durch die Gegend, ey. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, der schießt gar nicht. Egal. Ich bin ein wenig verpeilt gerade. Der Tod tat mir nicht gut. Oder die Bewusstlosigkeit, sagen wir mal so. Das Blut war die falsche Blutgruppe. Ich bin unter Drogen. Frage, ist es komplett sicher, dass wir hier... Ja. Da vorne in dem Compound, weiter die Straße runter, linksseitig, ist ein freundlicher Einheit. Wen habe ich hier? Baker. Wer seid ihr? Baker. Moin. Guten Tag. Tag. Hallo. Die Herren. Grüß dich.
So, Becker. Becker da vorne an der Mauer, Richtung 100. An der Mauer Sicherung aufbauen, Richtung Ost, Südost. Würde es nicht viel mehr Sinn machen, für uns über Wegpunkt 1 rot zur Straßensperre und Wegpunkt 2 rot vorzurücken und die anderen, da die sowieso schon da an der Kreuzung sind, über Wegpunkt 1 blau und Wegpunkt 2 blau vorrücken lassen? Grüß euch, Männer. Ach so, grüß, ja. Grüß dich, Sir. Das würde in meinen Augen mehr Sinn machen, aber nein, Sir, wir können das natürlich auch so machen. Aber warum? Ich will euch eigentlich als Flankeneinheit haben. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich, weil ihr seid ein Zweierteam. Ihr habt sich Team Blue, Team Red jetzt eingetroffen, kommen. Baker ist am Punkt sammeln. Ich hab da nur kurz zugehört, was sie planen. Ja. Kuckuck. Unstable. Moin. Sucht euch mal ein Plätzchen. Sieht übrigens sehr gut aus, Baker, was ihr da macht. Ja, schaut mal, dass überall an den Eingängen gegebenenfalls mindestens ein Mann steht. Da ist ja noch eine Kreuzsicherung und großen Öffnungen. Schon. Meinst du, du schaffst das jetzt mit 4 Männern die Fahrzeuge hierher zu fahren und hier in den Compound einzuparken? Ja. Und schaffst du das mit deinen 4 Männern zu bewältigen? Ja. Genau, du hast 3 Leute, also 4 Fahrzeuge. So, wenn du dich dazu bereit erklärst. Du hast nur 3 Männer? Also insgesamt seid ihr nur 3 Leute? Achso, ja, das ist scheiße. Sir, hier, Becker kann das machen. Ja? Ja, wir sind zu viert. Alles klar. Dann aber Double Time, bitte. Wenn's direkt, geht. Direkt in den Compound oder auf der Straße? Wenn's geht in den Compound, aber die Zufahrt ist hier echt scheiße, ne? Ja, wir bleiben einfach hier auf der Querstraße dann stehen. Ja, alles klar, aber stellt die versetzt ab und mit genügend Abstand, dass jetzt nur einer hoch geht. Natürlich, natürlich. Alles klar, okay. Becker, mit mir mitkommen, Double Time. Easy on actual, die muss große Patrouille läuft gleich mitten durch die Stadt. Jetzt muss man sich auch noch bewegen hier, schrecklich. Ja, grauenhaft. Erst liegt meine halbe Stunde am Boden, 2 Stunden lang funktioniert gar nichts, und dann muss man auch noch rennen. Unsere Aufgabe ist es, diese 4 Fahrzeuge an die richtige Position zu bringen. Wie geht das? Keine Ahnung. Warum stehen hier... Achso, 4 Fahrzeuge. Also, wir machen das folgendermaßen. Warte mal, bevor ihr einsteigt. Ich nehme das Fahrzeug 1, ihr teilt euch auf die anderen auf, fahrt mir hinterher. Wir fahren dann in diese Querstraße rein, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, stellen die Fahrzeuge in Fahrtrichtung, sodass wir wieder rausfahren können, aber mit ein bisschen Abstand zueinander ab. 2 Fahrzeuge auf der rechten Seite, 2 Fahrzeuge auf der linken Seite. Verstanden? Verstanden. Alles klar, dann aufsitzen und mir folgen. Die gehen in Richtung Südosten, wie sie endet. Schon mal erwähnt, dass ich was hier drin nichts sehe. Kannst du dich noch das tut keiner von uns. Sollte die Gewehrpatrouille, die Patrouille WP1 passieren, kommen? Ja, da würde ich mich melden. Easy end. Actual, Herr Baker, wir setzen uns mit den Fahrzeugen jetzt in Bewegung und sind gleich da. So verstanden. Actual Ende. Kann ruhig werden.
Wir fahren einmal bis zum Ende, wenden dort einmal und dann, wie gesagt, zwei Fahrzeuge links, zwei Fahrzeuge rechts. Team Red hier actual, sobald ihr Bereitschaft für die Rundumsicherung hergestellt habt, bitte in dem Ostteil des Compounds bei Rattax und mir treffen kommen. Hier, Abel, im Ostteil sammeln, so verstanden. Komm. Fox, die Fahrzeuge sind jetzt hier, das heißt, wir können das jetzt hier treffen. Die stellst du dann wieder auf, oder? Ja, passt, Fahrzeug kannst du so stehen lassen. So, das nächste Fahrzeug, was kommt, auf die linke Seite. Weiter, 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 weiter. Und stopp. Also die Mauer da vorne, die war schon so, ne? Letztes Fahrzeug und stopp. Perfekt, dann wieder auf alte Sicherungsposition. Also die Mauer, die da vorne liegt, das war schon so, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Scheiße. Actual hier Baker, melde Fahrzeuge abgeliefert. Da fehlt noch einer, oder? Bin mal kurz schnell auf Klo. Eckart. Ja, okay. Super. Ja, dann hier einmal sammeln bei Finn und Fox meldet Einsatzbereitschaft. Wir würden dann in Richtung Wegpunkt 1 abmarschieren. Der andere Truppe so verstanden. Noch etwas hinten und kann danach folgen. Action. Okay, unsere alte Sicherungsposition scheint irgendwie belegt zu sein. Oder? Egal. Da ist auf alte Sicherungsposition angekommen. Harren Sie noch ein Weilchen aus, der Angriff auf Ferrosabad beginnt demnächst. Sie bekommen also demnächst auch was zu tun. Bekommen. Hey Mark. Servus. Servus, Mekaner. Die große Patrouille von mindestens 5 Mann. Hä? Hart um WP2 rum. Haben wir einen Sunny hier? Haben wir einen Sunny? Ansonsten wurden keine großen Fahrzeuge außerdem gestritt unbewaffnet gesehen. Dieser Typ hier vorne ist kein Sonny. Aber auch keine Sonny. Komm mal hier zu mir in den Sonny. Compound rein. Also, Hans. Ich glaub, das war sogar unser einzigster. Ein Arzt kommt. Hat das ganze Morphium für sich selbst genommen. Was hat er denn? Dorso hat er. Große Mengen Blut verloren. Die Tür gesichert haben. Keine Ahnung, kann das einfach umgefallen. Servus. Ja, Torso-Verletzung und eine Menge Blut verloren. Torso mach ich schon. Atlantis? Jo. Könnt ihr euch theoretisch ein Flugpaket besorgen? Ja, ne, ich weiß nicht. Wir müssten noch einen Sunny hier irgendwo haben, oder? Ich bin doch schon dabei. Achso, ja. Okay, da könnten sich die Squad-Leader dann wieder darauf konzentrieren, Squad-Leader zu sein und einmal zu mir kommen? Ja, Moment, ich mach grad den Torso noch zu Ende. Alf? Ja, hier. Und so mal kurz hier vorne zu dem Liegenden kommen. Ich steh beim Liegenden jetzt? Ja, Blut. Mich, ja, ne? Ich geb ja, schon Blut. Okay. Kannst du den Leuten mal sagen, dass sie ihre Leute anweisen sollen, wenn die irgendeine Verletzung haben, soll da auf jeden Fall mal ein Sunny drüber gucken, weil sonst passiert nämlich genau das. Okay. Ich mach Torso. Ist schon unverletzt. Okay, aber hab ich schon. Ne, ist okay. Ich geb's durch. Alle 14? Ja. Der Dennis musste gerade jemanden verarzten, wir kommen jetzt gleich zurück. Becker, bitte einmal jeder eine Selbstdiagnose machen, wenn was ist, Bescheid sagen. Vielen Dank. Dann ist der Letzte, der mich behandelt hat, war ein Doktor. Weiß nicht, was das war. Drei, alles okay, nur ein bisschen Blut verloren. Okay. Vielen Dank fürs Aufbauen. Zwei ebenso. Oh, lass mal wieder zurück. Ich bin dann auch wieder am Start. Sehr schön. Wenn wir einmal kurz alle hierher kommen könnten und einmal kurz zuhören, das wäre sehr schön. Mach mal die Karte auf. Im Brett dann angetreten jetzt? Ja, ne? Ich habe wieder neu gezeichnet, dementsprechend einmal WP1 rot, WP2 rot. Wir befinden uns momentan genau jetzt in diesem Moment befinden wir uns auf Punkt Sammeln. Dementsprechend wird Team Rot danach, sobald wird WP1 rot ansteuern und WP2 rot ansteuern. Aber das Ganze passiert erst dann, wenn Team Blau bei WP2 gewesen ist und WP2 mal so halbwegs sicher ist. Danach werdet ihr einen Hauptangriff über die Straße ziehen. Und, jo.
blau wird dann von der linken Seite oder von eurer Marschrichtung von links dann über den Hang zu euch stoßen und euch von oben notfalls unterstützen. Sollte in Ferus Abad viel los sein. Fragen? Negativ. Hat Team Eagle bei dem Angriff Feuererlaubnis? Hat's, weil ich brauche die sowieso, aber die sollen nicht als erster schießen. Gut. Noch dann wird was. Was? Ja. Moment. Habt ihr zwei Medics im Team? Oder? Also habt ihr. Wer hat jetzt alles ein Medic hier im Squad bei Rot? Was würde ich sonst mit Rot besprechen? Eagle hat ein Medic. Was noch? Oder wer noch? Baker negativ. Alle negativ. Okay. Das heißt, Abel, ihr haltet euch hinten. Also ihr seid nicht das angreifende Element. Angreifende Element, dementsprechend Charlie oder Baker, je nachdem, das könnt ihr euch dann ausmachen. Ihr könnt auch zusammen vorpreschen, aber dementsprechend ich will, dass ihr Tam-Tam macht, damit die Gegner auf euch aufmerksam werden und sich auf euch konzentrieren, dass Foxtrot bzw. Team Blau dann von der Seite angreifen kann. Jawohl. Mit dem in die Flanke fallen kann. Okay? Jawohl. Entsprechend weist eure Teams ein, ich Scope bekommt ihr von Kanna und jo, empfiehlt euch. Alles klar, danke Sir. Ich würde dann noch kurz auch noch mit euch sprechen. Na klar. Also. Sag, wo ich zwischen raus, wie Abo geht. Ja, machen wir gleich, oder? Eben, das will ich gerne mit euch besprechen. Also, ihr habt jetzt erfahren, dass ihr Team Blau, die anderen drei Fireteams auf der linken Seite in einem Rücken habt. Ihr habt allerdings auch Team Eagle auf der rechten Seite auf dem Hügel. Zur Rückendeckung. Mein Vorschlag wäre, dass Baker heute den Angriff mit Charlie leitet und Finn, du guckst den beiden schön auf die Finger und achtest das darauf, dass die halt im Rücken komplett safe sind. Aber so, dass ihr auch zu... In einer individuellen Tarnung ist das natürlich gut möglich. Aber halte dich nah genug bei den deinen Kollegen auf, so dass ihr auch ordentlich was zu tun habt und auch ballern könnt. Bis 300 Meter dürfte reichen. Maximum. Und euch beiden schaut so, dass ihr gegebenenfalls mit eurem Team dem anderen Team immer zur Flanke beistehen könnt. Natürlich. Ja? Fußgebmarken, mich wenn ihr merkt, dass ihr merkt, einer von euch, einer eurer Teams wird festgepinnt und kommt aus der Deckung nicht raus, dann schaut zu, dass das andere Team dann den Feind entsprechend flankiert. Die Spotten ist jetzt wirklich oberste Priorität bei dem Angriff. Bis jetzt gibt es, die Infos gebe ich euch selbstverständlich jetzt auch noch, einen Gewehrtrupp, der zwischen WP2 und Straßensperre hin und her patrouilliert. An der Straßensperre selber befinden sich zwei Einheiten, direkt an der Straßensperre, zwei Infanterieeinheiten, wie ein unbewaffneter Ifrit. Der sollte uns also erstmal keine Sorgen machen. Sollte der sich doch irgendwie in das Spiel einmischen, dann setzt auf jeden Fall bitte eure Grenadiere dran. Ansonsten überlasse ich euch eigentlich euch alles. Okay. Selbst, ich bin immer erreichbar. Nutzt bitte die 60, notfalls wenn ihr eure Additional Channel habt, untereinander. Wichtige Informationen, Statusmeldungen, Positionsverschiebung bitte an mich weitergeben über die 60. Jawohl. Jetzt schminke ich mich nochmal ein. Also sofern jetzt nichts Vorhergesehenes passiert, also Unvorhergesehenes passiert, bleibt der Plan so momentan aufrecht. Natürlich sollte da Team Blau jetzt in arge Bedrängnis kommen, müssen wir natürlich unterstützen. Aber ansonsten bleibt der Plan so wie er ist. Jawohl. Ja. Okay. Dann lasse ich euch drei jetzt mal alleine, dann könnt ihr euch da selber drum planen. Jawohl. Und sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Verstanden, Sir. Ja, Gerhard, keine Ahnung. Einer linke Seite der Straße, einer rechte Seite der Straße. Einer, der rechts läuft, ein bisschen erhöht auf dem Hügel. Und der andere so ein bisschen weiter links in den Bäumen, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja. Alles klar. Wo willst du lieber? Willst du in den Bäumen oder willst du auf den Berg? Egal. Ja, mir auch. Okay, dann nehmen wir Berg. Okay, gehen wir links. Links vor der Straße. Wie weit möchtest du rein? So 10, 20 Meter? Vor der Straße weg? Ja, ungefähr. Da, wo halt gerade die Deckung ist. Also wenn die Deckung 20, noch mal 20 Meter weiter weg ist, dann laufen wir noch mal 20 Meter höher. Passt.
Der Abel sucht sich dann eine schöne Position. Von der Straßensperrenmarkierung aus Richtung Osten ist noch eine Mauer. Da würden wir uns sonst hinterstellen. Ja. Und von da aus ist das ja nochmal, keine Ahnung, 200 Meter zur Stadt oder so. Das kann man überbrücken mit dem Maschinengewehr. Auf jeden Fall, ja. Gut, machen wir so. Okay, passt. Gut, dann noch eine Uhrzeit. Und wir los. Wir kriegen einen Befehl von keiner angeblich. Wir sollen ja sagen, wenn man jetzt kann. Easy hört, sorry. Na gut, machen wir das so. Wir müssen ja sowieso. Wir müssen ja sowieso warten, bis Blau bereit ist. Sagt man, könnt ihr uns bitte Gut, ich lasse Baker da nochmal aufmunitionieren, weil ich habe schon ein paar, die kaum noch Munition haben. Dass ihr bitte auch Munition herbekommen? Hä? Wo habt ihr die Munition herbekommen? Okay, ich würde zu den MRIPs gucken. Okay, verstanden, wird gemacht. So. Ende. Na gut. Ja, aber wir haben. Ich habe mal wieder ein bisschen sehr individuell alles gemacht. Das heißt, ich habe ein M249 statt dem 7,62mm MG. Und natürlich keine Munition. Genau, das sind 556er Magazine in Trommel. Das ist super. Ja. Ja, wie gesagt, ich gehe damit Baker mal auf Munitionär. Unterlaufgranaten, wer findet, Unterlaufgranaten. Ich nehme auch ein paar. Du kannst meine haben, ich brauche das Ding eh nicht. Was? Ja, sonst nehme ich da gerne ein paar. Ja, warte hier, lass mir deinen Rucksack mal hier. Zack, zick. Ich gebe Rainer Bescheid, gell, wenn wir dann fertig haben. Jo. Oder? Jo. Okay. So, 8 Stück in deinem Rucksack. Mit ein paar erwischt. Okay. Ja, 8 Stück drin. Ich brauche die Dinger eh nicht, ich benutze ihn sowieso nicht. Aber es ist ja unglaublich. Ja, ich hab mich mit dem Granatwerfer noch nie so richtig beschäftigt. Das ist eigentlich echt ein praktisches Teil. Ja, weiß ich, aber ich hab mich noch nicht so weit beschäftigt wegen Einstellungen und so. Von daher benutze ich ihn lieber nicht. Bevor ich Friendlies treffe. Ah, scheiße. Ich hab Friendlies erwischt. Okay, ich geb dir Bescheid. Sag dir mal kurz, wie das läuft. Okay, ich geb dir Bescheid. Ich sag das. Baker geht auf der rechten Straßenseite, Charlie geht auf der linken Straßenseite, 10 bis 20 Meter versetzt von der Straße und Abel, sichern uns den Rücken. Verstanden. Denkt bitte dran, dass sobald ihr in ein Feuergefecht reingeht oder auf euch gefeuert wird, dass ihr eine Feuerlinie sofort aufbaut. Über die drei Stationen verteilt an der Straße. Natürlich. Easy on actual, die Patrouille scheint aufgeschaltet zu sein. Okay. Ich gebe jetzt nochmal Leitbescheid so und dann haben wir fertig. Alles klar, gut. Ich würde gerne dann aufmunitionieren. Baker? Easy, der Angriff steht jetzt. Braucht ihr noch Munition? Rot weist jetzt noch, Team Rot weist jetzt noch ihre Leute einzeln ein. Alles klar, dann kommt. Ja, dann kommt mal mit. Ja, kommt trotzdem mal alle mit. Sobald Team Rot bereit ist und WP1 erreicht hat, beginnt der Angriff kommen. Okay, soweit verstanden. Ende. Guckt mal hier in das Ding rein und nehmt euch, was ihr braucht. Hier Abel, melde mich für 2 Minuten vom Funkkreis ab, melde mich dann zurück. Nehmt nicht zu viel mit, weil wegen Gewicht und so. Ich steck mir auf jeden Fall nochmal eine Bandage ein. Ah, sollte reichen. Gut. Wenn bereit, dann wieder auf alte Sicherungsposition. Atlantis, join mal wieder Gruppe, du bist draußen. Oh, was ist das denn? Teammanagement. Ich bin angeblich drin. Was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt bist du drin bei mir. Ja, keine Ahnung. Ich hab nur einmal Gruppführung übernehmen gemacht. Egal. Muss man die Sicherung von vorhin wieder machen, das geht. Ja. Gut, für euch kurz zur Einweisung. Wir werden gleich mit dem Charlie-Team zusammen, sobald wir einen Befehl kriegen, Richtung WP1 die Hauptstraße runterlaufen. Charlie übernimmt dabei die linke Straßenseite, wir übernehmen die rechte Straßenseite. Das heißt, wir werden am Hügelhang laufen, etwas erhöht wie Charlie. Das heißt, wir haben den besseren Überblick. Sobald wir was sehen, sofort durchgeben und Priorität Nummer 1, Deckung suchen. Nicht Feuerkampf aufnehmen, sondern Deckung suchen.
Und so werden wir uns dann nach WP1 und dann Straßensperre und WP2 bis in die Stadt nähern. Easy hört. Easy, die drei Markierungen auf der Karte zwischen WP2 und Straßensperre, sind das alle gespotteten Ziele gekommen? Und blau sichert uns den Rücken. Nee, negativ. Blau ist im Prinzip hinterm Hügel. Die sind. Genau. Das Sniper-Team ist auf jeden Fall bei uns in der Nähe. Und direkt über WP2 ist die 5-Mann-Patrouille aus unserer Sicht verschwunden. Die Finn war auf leise gestellt, aber so der Rest verstanden, war nicht so aber laut, die patrouillieren in der Regel die Hauptstraße hoch und runter, ne? Ja, und Abel, da die das einzige Team sind, die ein Medic haben, die bleiben hinten. Allerdings immer in Reichweite 200, 300 Meter, dass wenn was sein sollte, dass sie da sind. Unter dem Schriftzug Pharus Abad, da wo wir die eine Einheit markiert haben. So verstanden. Actual Ende. Habe ich wie gesagt, bis der Befehl kommt, erstmal nochmal sichern hier. Actual, hier Abel, melde mich zurück. Kommen. Genau warten jetzt. Wir warten darauf, dass Team Blau soweit ist. Die rücken jetzt im Prinzip, wenn ihr mal auf die Karte guckt. WP1 und WP2 Blau rücken die jetzt vor und wenn die bei WP2 Blau sind, dann kriegen wir den Befehl vorzurücken. Damit wir möglichst zeitgleich in der Stadt ankommen. Ich weiß allerdings nicht, wie weit die schon sind. Ah, ja, die sind gleich da. Aber dauert immer lange. 5 Minuten vielleicht, wenn die auf keinen Feind stoßen. Also laufen wir auf der rechten Seite der Straße. Genau. Ja. Etwas erhöht auf dem Hügel. Circa 20 Meter von der Straße entfernt. Ja, richtig. Nachdem, wie es die Deckung zulässt. Richtig. Warum erzähle ich das eigentlich alles? Ihr habt doch alles gehört. Ich gehe einfach wieder. Puh. Er weckt eigentlich also unsere Scharfschützen auf, die schlafen nach da oben bestimmt schon. Mit Sicherheit. Nein, nein, die funken zwischendurch immer wieder. Die haben schon also irgendwie. Wir wissen, dass du keine Lust hast oder Angst hast, mit den Unterlaufgranaten zu schießen, weil du Angst hast, dass du Teammates triffst. Ja, richtig. Das wissen wir auch alles. Und dass du sie allen Finn gegeben hast. Ja, richtig. Easy, hier actual common. Das ist kein Geheimnis für uns. Ja, schrecklich. Immer diese NSI-Angestellten. Beobachtungsposten im Südwesten im Weg, circa ein Klick von Andere, ihnen entfernt kommen. Wir haben Operator dabei, mit Abhörgeräten und sowas. Also warum der Rucksack so groß ist. Sollte sich auf dem jetzt ergibt das Sinn. Gegenüber von ihnen im Südwesten befinden. Rechtzeitig des Hangs der Hügelspitze kommen. Schluss wird das alles ausgewertet und dann stecken wir dich in eine Karteikarte rein und dann sehen wir, wo wir dich, was wir weiter mit. Südwesten haben wir nichts. Bitte Problem. Unterste Schublade. Direkt an einem Berg, um die Stadt einzubinden. Ich würde gerade sagen, wenn du das geäußert hast, ganz oben. Unten so kommen verstanden. Nur die Guten. Einfach auf irgendeiner Kontaktbörse anmelden. Ja, macht mal. Hilft bestimmt. Ich finde hier Partner oder so. Ja, aber für Schwule oder so. Jetzt ist aber gut hier. Mal gucken, wie viele andere du bekommst. Jetzt ist aber gut. Die Blau sollte bald da sein, ne? Ja, ich glaube. Easy hier, extra willkommen. Sobald ihr bei dem Angriff nichts mehr zu tun haben solltet und sich da nichts mehr bewegt, habt ihr eigenständig den Befehl aus, könnt ihr eigenständig Dark. Verlagern, um ja. Wir sind fertig. Posten ja. Gut, alles klar, dann warten wir nur noch auf den Befehl. Ja. Sie haben jetzt am Wegpunkt 2 und jetzt auch kämen, jetzt weiß dann gleich losgehen. Ja, schätze ich auch. Sobald wir unter Feuer kämen oder ist, bauen wir Schützenlinie auf und gehen komplett hier Abel, melde bereit, kommen. Ja, das gleiche machen wir auch. Da wir erhöht sind, müssten wir eigentlich mehr sehen wie ihr. Ja. Von meinem MG aus links, so ist es sehr wurscht noch, und machen wir die Schützenlinie. Jo. Jo, wir fallen dann einfach mit ein. Oder ihr bei uns, je nachdem, wer er Feuer reinkriegt. Richtig so, ja. Gut, alles klar. Baker zum Abmarsch bereit. Charlie zum Abmarsch bereit. Verstanden.
verstanden. Bereitschaft halten. Gut, Jungs, nicht mehr lang, dann geht's weiter. Actual für Easy kommen. Ist da uns vor 5 Minuten aus? Hier, Actual, was ist los, Easy? Hab ich's richtig verstanden? Wir greifen, wenn das Feuerwerk losgeht, aktiv. Okay, Team Blau ist auch schon bei WP2. Das ist korrekt, ab dann Feuerfreigabe, sobald Team Rot den Feuerkampf aufnimmt. Komm. Okay, soweit verstanden, Easy, Ende. Jetzt du bitte aufhören zu gehen, dann. Was ich doch nicht. Ruhe vom Sturm, was? Ja, sowas von. Jetzt haben wir so eine lange Pause, sind dann so ausgelaugt und dann beim Kampf wieder sterben erstmal wieder 50 Leute. Negativ, das Quatsch. Wird jetzt, diesmal kontrollieren wir das Schlachtfeld. Überraschen die. Ja, wie gesagt, Baker, Priorität Nummer 1, wenn Feind da sein sollte, Deckung suchen. Keine Artillerie rufen? Nein. Ich weiß nicht. Jungs, habt ihr auch die Ziele weitergegeben? Hast du die Ziele an dein Team weitergegeben, was sich da derzeit nicht auffällt? Ja. Gewehrtrupp und Infanterieeinheiten direkt an der Straßensperre. Hätte ich bei WP1 gemacht. Aber die haben sowieso alles mitgehört, das sind NSA, das sind NSAs. Nein, das sind NSA-Spezialisten, die hören alles mit. Ein unbewaffneter Ifrit war das noch, oder? Team Rot, ja, genau. Ist das korrekt? Wenn der sich noch bewegen sollte, dann dürfen wir Grenadiere und die AT draufballern. Ja, einsatzbereit. Nein, AT nicht. Die kochen schon. AT wird hinterher für die Flugabwehr oder für die Radarstellung gebraucht. Das ist nur wir. Grenadiere. Ich halte mich zurück. Und falls halber wirfst du noch mit deiner Pistole. Frage, haben wir deswegen nicht einen Expect dabei? Wegen der Luftabwehr? Ja, aber wenn man die Radar aus der Ferne ausschalten kann, dann machen wir das mit dem Raketenwerfer, ne? Okay, das stimmt auch wieder. Ich meine, das Ding ist ja immer lenkbar. Das ist ja eine Titan. Aufschaltbar wohl eher. Ja, und lenkbar. Laser-guided. Ja, okay. In einem gewissen Rahmen. Also ich kann immerhin abzudrücken, ich hoffe, das reicht. Ja, alles gut. Du musst nur mit R ausschalten. Piep, 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 piep. Genau. Ich hast du nur noch einen großen Peng. Okay, früher war es T. Da ist jetzt was umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es R ist oder T ist. Ja, eigentlich T. Okay, ich hab's mir auf Tabulator gesetzt. Einfach das, was du für immer richtig hältst. Zur Not. Dann funke ich erstmal. Alternativ-Channel. Zur Not nimmst du die Rakete, rennst nach vorne und schmeißt sie dagegen. Dumm. Scheiße, das funktioniert noch nicht. Ups, ein Blindgänger. Wie geht der Teleport nicht, ey? Ich hab was aus dem STLGT gedrückt. Sehr doof. Ist mir schon mal passiert. Ja, mir auf einem anderen Server auch schon. Öfters. Weil mein Teamlead ist gestorben, war in der Base, ich war da als einzigster noch drin in der EO und hab mich da wegteleportiert. Ja, auch sehr nett. Auch gut. Ja, mir ist das andere. Eine Frage. Jo. Wir haben doch hier auch Fahrzeuge noch rumstehen, da kann ich doch mal versuchen mit dem Anvisieren. Ja, bei freundlichen sollte das eigentlich nicht funktionieren. Okay, schade. Es müsste eigentlich mit T sein, wenn du es nicht irgendwie. Ja, zur Not probieren wir das. T ist ja das Funkgerät. Egal, dann ja, halt nebenbei. Ja, zur Not probieren wir das gleich einfach. Nummer 3. So, Actual an alle von Team Rot. Okay, mal in Ruhe. In 5 Minuten geht's los. Kommen, Trennung. Easy, in maximal 5 Minuten beginnt Team Rot den Angriff. Bei ihnen geht's dann also entsprechend etwas verzögert weiter. Bedenken Sie, warten Sie die Zeit ab, bis Team Rot aktiv ins Geschehen eingreift, bevor Sie die Feuerfreigabe erhalten kommen. Easy verstanden. Ende. Was höre ich hier? Audio, was ist das? Fahrzeug. Actual, hier Able, da ist ein Fahrzeug auf der Straße.
Gerhard, Status. Wie sieht das aus bei euch auf der Seite? Ist der denn bescheuert? Alter Schwede. Auch ein kleiner Kamikaze-Jäger. Baker hier Actual. Umgehend sofort wieder Sicherungsbereich einnehmen. Baker, Sicherung wieder aufbauen sofort. Raketenwerfer weg. Ist ausgerichtet. Ja. Ich hab's probiert. Abel, Charlie, Status. Hier Abel, wir haben uns von unserer Position nicht bewegt, haben auch keine weiteren Feindkontakte bekommen. Fahrzeug steht momentan keiner in Sicht, kein Feindkontakt in Sicht. Motor läuft noch. So verstanden. Dann wieder auf Sicherungsposition gehen, Einsatzbereitschaft herstellen. Steuerung und Baker, guckt mal, warum da gerade Schüsse im Osten gefallen sind. Hier Baker, wir checken das. Zielerfassen oder so. Zielerfassen suchen. Was schießen die denn noch? Der Fahrer ist ausgeschaltet. Ja, da können ja noch welche aussteigen. Baker, mal irgendwo Richtung Osten scannen, da sollen Schüsse gefallen sein. Aber ich habe nichts gehört. Also ich kann nicht viel Richtung Osten sehen. Sie haben gerade sicherlich mitgehört. Ja, okay. Verzögert sich um einige Minuten aufgrund. Position umlegen auf ein Hausdach oder sowas? Negativ. Ihr habt soweit verstanden, die Patrouille hat sich fast vollzählig im Compound versammelt und guckt direkt in Richtung der Schussgeräusche. Easy Ende. Da irgendwas? Gar nichts Richtung Osten. Okay. Behalt hier mal bitte noch zusätzlich einen Mann auf der Seite. Jo. Charlie, actual kommen, was ist los? Fahrzeug wurde gesichert. Komm. Hast du verstanden, denn wieder Abmarschbereitschaft an. Bereitschaft melden, bitte. Komm. Charlie, bitte. Durch kommt ihr auch nicht zu Potte, ne? Becker, bereit. Hier, Abel, bereit. Kommen. So verstanden, Standby. So, Becker, 5 Minuten circa, dann geht er los. Ich hab gesagt, wenn die in Anna sind, dann machen die erst Meldung, wenn wir losrücken. Dings von EGC, ne? Hier Charlie, wir sind abmarschbereit und stehen schon auf der Position. Team Rot, hier Actual, hergehört. Ihr habt den Angriffsbefehl auf WP1 vorzurücken, eigenständig ausführen. Marsch. Excellent. Okay, Baker, vorne zur Straße, rechte Straßenseite, sammeln, Aufstellung. Hier, Baker, komm jetzt zur Straße, vorstellen uns auf. Hier, Emil, komm auch auf mich. Easy. Team Rot drückt jetzt auf WP1 vor. Sobald Team Rot in den Feuerkampf eingreift, beziehungsweise den Feuerkampf aufnimmt, haben sie Feuerfreigabe bekommen. Noch 2 Minuten, okay, dann soll ich mal fix Raketenwerfer rausholen. Haben wir 1 Minute, dann gehe ich nochmal kurz Pipi machen. Hier actual dringend? Funkkanal, ja, Feuerstatus, ja, dann los. Grün, Trennung, easy, sie weiterhin, verzögerter Angriff, sobald Feuer... Able an alle auf 120, bin bereit.
Ja, hier Baker auf 120, hab einen Mann gerade noch auf Toilette. Nadeneinschlag? Ja, das wird blau sein. Katze meldet sich von der Porzellanschüssel wieder zurück. WB. Alle da, ne? Alles klar. Baker, Abmarsch bereit. Quetsche ich dann noch vor mich, ne? Okay, hier Charlie, Abmarschbereitschaft wird hergestellt. Wir marschieren jetzt ab. Gedrückte Haltung. Und ausführen. Los. Okay, Abmarsch, gedrückte Haltung. Na, gehst du wohl runter. Ja, ich muss ab und zu mit meinen Beinen sprechen. Feuerstatus, okay, ja. Hört mich der letzte Mann noch? Hast du ihn noch hier, Tank? Ich bin gar nicht mehr. Okay, dann gehe ich über Funk. Ab jetzt Feuerstatus auf jeden Fall grün. Okay, wir warten hier einmal eben kurz. Baker kommt auf der anderen Seite, ach, Charlie kommt auf der anderen Seite nicht ganz mit. Okay, und weiter. Charlie, Compound links, bitte kontrollieren. Auf dem. Hier Baker, von oben nichts zu sehen. Okay, eins geht. Easy hier aktuell. Gib mir mal Bescheid, wenn ihr sich Kontakt zu Team Rot bekommen. Actually easy, Sichtkontakt zu Rot wird erschwert durch den Hügel direkt vor uns. Ja, so verstanden. Abfahren. Easy on Actual, wir richten uns direkt nach Audiokontakt von Schüssen. Sobald wir Schüsse hören, würden wir bei uns eingreifen. So verstanden. Actual Ende. Hier Abel, der Compound ist sicher, Rücken nach. Hier Charlie, neuer Compound, ungefähr 100 Meter vorwärts, auch linke Seite. Bitte sichern, wir rücken weiter vor. Hier Abel, sind auf dem. Hier Baker, keine Einsicht von oben. Actual, Team Rot hier Actual, wer ist das führende Team? Kommen. Charlie, macht ihr das? Charlie, wie ist das für Ihr Team? So verstanden. Hier wird Lob. Der Compound ist wieder sicher. Sehr gut, wieder ein sein. Okay, wir warten hier an dem Stein wieder mal kurz. Charlie kommt nicht nach. Und weiter. Eins geht. Geht. Drei geht. Vier geht, Gruppe.
Charlie hier, Baker, haben jetzt die Kreuzung bei WP1 erreicht. So, verstanden. Hier, Abel, wir sind auch an der Kreuzung. Bei WP1 Sicherungsposition einnehmen und sichern Sie mir den Südosten, den Südwesten und die Hauptstraße einmal mit 4 Mann insgesamt kommen. Actual, bitte wiederholen. Team Rot, hier Actual, ab WP1 Sicherung, Rundumsicherungsposition aufbauen Richtung Südosten, Südwesten. Kommen. So verstanden, ist schon ausgeführt. Okay, Baker, sucht euch mal ein paar Positionen, dass ihr die Straße runter Richtung Südwesten absichern könnt. Freiheitsposition. Team Rot hier Actual nochmal. Stellen Sie jetzt nochmal Ihre Einheiten auf den Angriff ein. Angriffsbefehl wird in Kürze ausgesprochen. Kommen. Okay, so verstanden. Kommen. Actual. Ja, müssen hier nochmal kurz warten. Oben das blaue Team ist noch nicht ganz so weit. Team Rot hier nochmal mit einer dringenden Durchsage von Actual. Achten Sie darauf, dass im Süden demnächst freundliche Einheiten an einer Tankstelle auftreffen werden. Kein Feuer auf diese freundlichen Einheiten wirken. Kommen. So, verstanden. Okay, Leute, Richtung Süden die Straße hoch. Da wird demnächst eine freundliche Einheit sichtbar werden. Nicht drauf schießen. Gerhard, ich will nur sicherstellen, wir funken heute jetzt, wir beide funken jetzt für alle drei, ja? Positiv. Verstanden. Die Straße, wo Charlie ist, oder? Ja, das ist die Straße, wo Charlie deckt. Aber falls ihr da was seht, nicht drauf schießen. Okay. Baker hier, Actual, kommen. Hier, Baker, kommen. Sie übernehmen bitte als zweites Glied in der Kette die Funkkette, sollte die bei Gerhard ausfallen, kommen. Baker hat so verstanden, bild ein zweites Glied nach Gerhard. So verstanden, Actual Ende. Trennung Able für Actual kommen. Hier, Able kommen. Das gleiche gilt für Sie. Sie sind bitte das letzte Glied, sollte Able nicht mehr funken können, kommen. Hier, Abel, wir sind dann das letzte Glied bei der Funkkette, wenn Charlie nicht mehr antworten kann. Komm. So viel dann, Actran. Charlie ist das letzte Glied, Charlie ist das letzte Glied. Charlie das letzte Glied. Charlie hat kein Glied. Warte, sind das Frauen? Freundliche Einheiten sind jetzt im Süden an der Tanktankstelle angekommen. Negativ. Verweigert. Momentan noch keine Einsicht zu den freundlichen Einheiten. So verstanden. Actual End. Easy hier, Actual, kommen. Oh, schläft Easy da oben, oder was? Easy hier, Actual, kommen. Sorry, Easy. Kein Problem, Easy. Easy, können Sie mich nochmal aufklären, neues Briefing geben über die Leute, die markiert worden sind, kommen. Korrigiere über die Einheiten, kommen.
Die Wegpunkte, die zu sehen sind, um Wegpunkt 2 herum, das war der eigentliche Patrouillenwegpunkt. Die komplette Patrouille hat sich aus dem bei 911 markierten Compound herausbewegt und ist in Richtung 97, also WP2, direkt der Hauptstraße lang Richtung Straßensperre. So verstanden. Meldung, geben Sie mir bitte Rückmeldung, sollten die die Straßensperre wieder rückwärtig nach WP2 verlassen kommen. Okay, das ist aktuell passiert. Die Einheiten bewegen sich wieder zurück. Trennung, Team Red, Angriff auf Straßensperre beginnen, kommen. Okay, Jungs, bereit machen, Abmarsch. Trennung, Easy für Actual, kommen. Ja, Easy. Warte mal kurz auf Charlie. Eure Priorität wird der Gewehrtrupp sein, wenn er wieder unterstützend Richtung Straßensperre ausrückt. Versucht erst, wirkt erstmal auf die Straßensperre, wenn der Gewehrtrupp kommen sollte. Lasst die am das ist Charlie Lead, Gerhard. Sollte Team Rot noch nicht die Straßensperre erreicht haben, bis an die Straßensperre rankommen und dann nimmt die mit Team Rot unter Feuer. Aber behaltet die immer im Auge, wann die denn bei der Straßensperre ankommen, kommen. Ja, soweit verstanden. Charlie bereit. Becker bereit. Ja, Alpha, wir sind schon auf dem Weg. Okay, Abmarsch. Abmarsch. Eins geht. Geht. Drei geht. Vier geht, guck geht. Frage, erhobene Haltung oder niedrige? Jetzt erstmal gehobene. Immer meine annehmen. Rechts hoch hier? Ja. Okay, Baker, ich mach das mal über Funk, damit jeder mitkriegt. Hinter der nächsten Kuppe da vorne, bei dem großen Stein, da ist die Straßensperre. Da ist wahrscheinlich eine etwas größere Patrouille. Sobald wir da hinkommen, über den Berghang vorsichtig drüber und dann Feuer bereit machen. Sobald ihr was seht, Feuerstatus grün. Vier verstanden. Drei verstanden. Zwei verstanden. Rot, Team Rot hier, Actual, kommen. Hellerlichter Tag, und ich lebe hier bei. Scheiße. Verstanden, wenn möglich einmal, wenn Zeit, demnächst ein Status. Was? Statusmeldung.